Hast du gelesen die Aussage Allahs in den Heiligen Koran? Allah will die Reinheit, für die Unreinheit von euch fernhalten und so weiter. Er sagt, ja, habe ich gelesen. Er sagt, hal qara'ta ya Sheikh, qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Er hat diesen Vers erwähnt, alayhi sajad, salamullah alayhi. Er sagt, ja, habe ich gelesen. Was geht euch den Koran an? Guck mal, dieser Jahl in Syrien. Damals wussten die nicht, also die Syrer, diese Araber wussten nicht, dass Ahlul Bayt a.s. zu folgen waren, dass Ahlul Bayt a.s. zu respektieren waren, Ahlul Bayt a.s. zu gehorchen waren. Deswegen fragt ihr, was geht euch denn das an? Die kannten Ahlul Bayt a.s. nicht. Die dachten, irgendeine Gruppe ist aufgestanden und sie wollen Al-Khalifa, Yazid ibn Muawiyah, seine Macht abstreiten. Er sagt, ja, Sheikh, nahnuhum, wir sind diese. Ja, Sheikh, wir sind diese Menschen, die Allah euch vorgeschrieben hat, zu lieben. Das ist eine Pflicht. Antum hum, sagt der Sheikh, seid ihr das? Feind dieser Sheikh. Er sagt, Wallah, habe ich nicht gewusst. Die haben uns was anderes erzählt. Sie haben uns erzählt, irgendein Putschversuch gewesen in Kufa. Irgendjemand will der Emir al-Mu'minin, la'anatullah alayhi, Yazid ibn Muawiyah, seine Macht abstreiten. Jemand will gegen ihn kämpfen. Und so wurde das uns berichtet. Und das haben wir so mitbekommen. Also diese Geschichte jetzt habe ich so ausführlich erklärt, aus unseren Quellen und einige Quellen der Sunniten. Aber in ihre Überlieferungen, bei den Exegeten, haben sie nur das einfach erwähnt als einen, sagen wir, ein Beweismittel, um zu sagen, es gibt auch diese Aussage, dass diejenigen damit gemeint waren, Ahlul Bayt sind. Und wer hat da gesprochen? Ali Sajjad, wer ist wahrhaftiger? Deine Ibn Kathir, deine Zamakhshari, dein Al-Tabari oder Ali Sajjad? Jetzt gehen wir zu den Tabi'in. Ibn Ma'in ist wahrhaftiger als Ali Sajjad a.s. Niemals. Ali Sajjad a.s. hat hier sein Zeugnis abgelegt, dass damit Ahlul Bayt gemeint ist und nicht die Verwandten, die allgemeinen Verwandten. Aqriba. Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Hier gibt es ein Buch, heißt Shawahid al-Tanzil. Das heißt die Zeugnisse der Herabsendungen. Die Zeugnisse der Herabsendungen. Dieser Liman Khussa bit Tafdil, das heißt Shawahid al-Tanzil, die Zeugnisse der Herabsendungen für diejenigen, die damit geeignet oder beziehungsweise spezialisiert waren mit diesen Herabsendungen. Das heißt, es gab Spezialverse für jemanden, für Menschen, für eine bestimmte Menge von Menschen. Spezialverse, besondere Verse, die für sie geeignet waren oder sind in dem Koran. Und der hat umfasst die dafür sprechen, dass damit Ahlul Bayt a.s. gemeint ist und niemand anders. Was soll das denn bedeuten, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu dir sagt, komm, er hat mit dir gekämpft, für dich gekämpft, so lange gearbeitet, sodass du den geraden Weg gefunden hast. Du kommst und sagst, ja Rasulullah, ich will dich belohnen. Du kommst mit einem Geschenk. Wir sind durch dich auf diesen Weg gekommen. Wir haben Paradies. Du hast uns gerettet. Dann kommst du mit deiner Familie und bringst du Geschenke, bringst du Lohn für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Belohnung. Wir wollen dir was geben. Wir wollen dich belohnen. Du hast geschwitzt. Du hast gekämpft. Du hast geopfert. Du hast gelitten, dass ich diesen Weg bekommen habe. Was sagt, kommt Jibril a.s. zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Sagt, nein, ich frage euch nicht nach Lohn. Bis auf die Liebe zu den Verwandten. Hätte das einen Sinn, würde das einen Sinn dafür geben, wenn er dir sagen würde, jetzt lieb mal die Verwandten irgendwo, irgendeiner Verwandte von mir liegt irgendwo in einer Ecke, kann auch irgendwann mal Kafir werden. Lieb ihn. Das ist mein Lohn. Damals wurde gefragt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam.
auch eine authentische Überlieferung bei denen. Einer fragt ihn, wessen Verwandten unseren Verwandten? Er sagt, nein, Urbai, meine Verwandten. Er sagt, meine Verwandten. Und zeigte auf, da stand Hassan und Hussein, a.s. an die Überlieferung, sagt, stand Hassan und Hussein a.s. und machte so, meine Verwandten. So, jetzt, warum versuchen diese Menschen, diesen Vers von Ahlul Bayt a.s. fernzuhalten, oder versuchen sie das umzulegen, anderweitig auszulegen? Aus welchem Grund? Der Inhalt dieses Verses ist der Grund. Wenn jemand bei dir arbeitet, schwitzt, leistet, du musst ihn belohnen. Das ist ein Muss. Wenn du das nicht machst, dann ist dieses Geld, was du isst, ob halal oder nicht halal, ist gemischt mit Haram. Weil das ist ein Hak von jemandem dazwischen. So, wenn Haram mit halal vermischt wird, was passiert mit dem Halal? Mit Halal Haram. Das heißt, du mischst dein Geld mit Haram ein und du fütterst und gibst für deine Familie. Du denkst, das ist normal. Er hat nicht gut genug gearbeitet. Er hat zwar gearbeitet, aber gefällt mir nicht. Du nimmst das auf die leichte Schulter, aber du weißt nicht, was das bedeutet. Sei es ein Cent, darfst du das nicht unterschätzen. Das ist sein Hack. Reinige dein Geld, mach mal sauber. Nimm mal dieses Teil von diesem Menschen und gib mal weg. Egal, was er sagt, gib ihm. Hast du vielleicht 1 Euro, der einen Wert ist wie 1000. Statt 1000, der nicht mal einen Wert hat wie 1 Euro. Warum? Weil dein Geld wird gesäubert. Dein Geld wird sauber. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat nicht gesagt, schenke mir die Liebe zu Ahlul Bayt. Der sagt, Ajr. Qul la as'alukum alayhi ajran. Ich frage euch nicht nach Lohn. Mein Lohn ist da. Ich habe das verdient. Aber das will ich nicht. Ich umschreibe das auf meine Familie. Das heißt, die Liebe zu Ahlul Bayt a.s. Die Aufgaben gegenüber Ahlul Bayt a.s. ist ein Muss. Ist eine Pflicht. Und dazu sagt Al-Imam al-Shafi'i, einer der größten Imame der andersgläubigen Muslime, al-Shafi'i, der hat von ihm gehört, von den Shafi'iten, sagt, ja, ahle bayti Rasulillahi hubbukumu, fardun min Allahi fil Qur'ani anzalahu, kafakum min azimi sha'ni annakumu, man lam yusalli alaykum, la salata lahu. Er sagt, oh ihr Leute des Hauses, Familie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die Liebe zu euch ist eine Pflicht in dem Koran, hat Allah herabgesandt. Es genüge euch, wenn jemanden von uns kein Salawat auf euch macht, hat kein Salawat gemacht. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Imam al-Shafi'i sagt zu ihnen, zu Ahlul Bayt a.s. sagt, es reicht euch, es genüge euch, dass die Liebe zu euch eine Pflicht ist. In dem Koran. Was meint er? قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ. Ich frage euch nicht nach Lohn, außer die Liebe zu der Qurba, die Verwandten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Warum jetzt versuchen die Leute, sich damit nicht zu verknüpfen? Oder wollen sie nicht das annehmen, was bei ihnen auch authentisch ist? Weil das bringt viele Aufgaben mit. Jetzt, was bedeutet jetzt Mawadda, haben wir erklärt. Was kommt dazu noch? Es gibt die Ta'a. Wa ati'u Allah, wa ati'u Rasula, wa uli al-amri minkum. Gehorchet Allah. Gehorchet des Gesandten und die Bevorzugten unter euch. Hier sind die bevorzugt. Gehorchet Allah
gehorchen. Den Gesandten und die Bevorzugten unter euch. Das heißt, die Vorgesetzten unter uns müssen wir gehorchen. Das heißt, lieben, gehorchen, folgen und für sie was zahlen. Was geben. Mir fällt jetzt eine Rede von einem Geschäftsmann ein, die mir sehr gut gefallen hat. Die wiederhole ich jetzt auf Deutsch, die habe ich auf Arabisch gehört. Und werde ich dann natürlich euch fragen. Ein großer Geschäftsmann hat Firmen. Und diese Firmen sind sehr, sehr reich. Sehr erfolgreich. Machen sehr viel Umsatz, machen sehr viel Einnahmen. Und in diese Firmen arbeitet ein Putzer, einer, der putzt, sauber macht, bei ihm. Eines Tages, er ruft ihn, sagt, komm zu mir. Er sagt, was? Er sagt, Saddam Hussein, das ist jetzt in dieser Zeit, also Zeit von Saddam Hussein. Er sagt, Saddam Hussein hat mich verurteilt, Todesstrafe, zu Tode verurteilt. Das heißt, ich habe die Todesstrafe bekommen. Und ich weiß, dass heute kann man niemandem vertrauen. Und ich möchte, dass du ein Viertel von meiner Firma nimmst. Wenn ich weg bin, ich gebe dir ein Viertel von meiner Firma. Aber du musst dann aufpassen, ich habe drei kleine Töchter, ich habe einen kleinen Sohn, der nicht sie ernähren kann, und eine Frau. Ich muss abhauen. Und du musst aufpassen auf meine Familie. Du nimmst ein Viertel und gibst du meiner Familie drei Viertel. Dieser Mann sagt, ich bin nur ein Diener bei dir. Was bringt, ja, warum willst du mir das geben? Sag, weißt du was? Ich schreibe dir die Hälfte von meinem Vermögen. Wenn ich weg bin, passt du bitte auf meine Familie. Du weißt, das sind Mädchen, die können nicht arbeiten gehen, die sind noch jung. Meine Frau ist alleine und mein Sohn ist noch jünger. Und deswegen nimmst du die Hälfte und mit der anderen Hälfte unterstützt du meine Familie. Dieser lobt ihn, sagt, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Ich habe nur gedient, ich habe nur gearbeitet, ich habe nur das gemacht, was du mir gesagt hast. Ich wollte nur Liebe. Das heißt, ich habe von dir was genommen für meine Arbeit, für meinen Schweiß. Er sagt, weißt du was? Ich schreibe drei Viertel für dich. Und lass du ein Viertel für meine Familie. Du gefällst mir. Du bist so ein Mensch, der das ablehnt. Und deswegen, du hast das verdient. Ich gebe dir drei Viertel. Ich gebe dir 80%. Dieser Mann ist abgehauen. Hat geschrieben, ein Testament für diesen Diener. Und ist abgehauen. Die Tage sind gekommen, Saddam Hussein wurde umgebracht. Nach 20 Jahren kommt dieser Mann zurück. Er sucht seine Familie. Klopft die Tür, ist immer noch die Tür von früher, aber kaputt. Geht er rein, er sieht eine alte Frau sitzt, blind. Wer war das? Seine Frau. Wo sind die Kinder? Was passiert? Ja, die sind alle arbeiten, meine Töchter arbeiten, mein Sohn arbeitet. Und die sind ganz arm geworden, die Ärmsten in der Gegend geworden, die Ärmsten. Jetzt, ich frage euch, wie nennt ihr so einen Mann? Egal, ein Wort, jeder ein Wort. Er ist kein Mensch. Ja, genau das Gleiche. Unterschied, am besten ein bisschen mischen, Mosaik. Verräter. Honk. Das ist zu wenig. Verräter ist zu wenig. Kein Mensch ist zu wenig. Ehrenlos. Überleg mal. Er ist Verräter. Er ist kein Mensch. Ehrenloser. Noch. Gibt es noch Beschreibung? Du nennst ein Mensch, der das Recht für seine
die dazugehören oder die dazu steht, dass das zusteht, ehrenlos, Verräter, Unmensch. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist weggegangen und hat uns seine Familie hinterlassen. Und der Koran sagt in dem Koran: Das heißt, ihr müsst wissen, wenn ihr irgendwas einnimmt, dazu, davon gehört ein Khums für Allah, seinen Gesandten und die Familie. So, wie viele zahlen von uns Khums? Das heißt, wir sind Verräter, wir sind ehrenlos, wir sind keine Menschen. Weil Ahlul Bayt sind da, alaihissalam. Die Kinder des Propheten lieben zwischen uns die Sayyid. Und dazu gehört von Allah, der dir alles gegeben hat und hat zu dir gesagt, nimm mal 80%, gib mal 20% für diese. Ein Fünftel. 20% von dem, was ich dir gebe, du bist bei mir ein Diener, Allah sagt. Wie genau so, das gleiche Beispiel. Ein Diener, du arbeitest bei mir. Ich hinterlasse euch meine Familie, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ich hinterlasse euch meine Familie. Udhakkirkumullah fi ahli bayti, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, wenn du Ahlul Bayt liebst, denk mal dran, was du mit ihren Recht machst, 20%. 20%. Von dem, was Allah dir gibt. Allah sagt zu dir, ich gebe dir Geld. Du sagst, nee, ich arbeite. Ich mache mein Geld. Du gibst mir nicht. Stimmt das? Viele sagen so, ich arbeite selber, ich schwitze selber. Ich gehe selber zur Arbeit. Okay. Wer gibt dir deine Füße? Wer gibt dir die Kraft, die Füße zu bewegen? Wer gibt dir die Lust, zur Arbeit zu gehen? Wer gibt dir den Schlaf? Wer gibt dir die Luft? Wer gibt dir das Wasser? Wer gibt dir Appetit? Wer gibt dir die Gefühle? Wer gibt dir das Mitleid? Wer gibt dir die Liebe zur Arbeit? Wer gibt dir überhaupt da zu sein? Allah subhanahu wa ta'ala. Wer gibt dein Chef die Gefühle, gerecht zu sein und dir dein Recht zu geben, was dir zusteht? Und davon sagt Allah, gib mir nur 20% zurück. 20% zurück. Das gehört Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Du guckst manchmal, ich habe 10.000, das heißt 2.000 davon gehen weg. Oh, zu viel. Das ist nicht deins. Zu viel oder nicht zu viel, das ist nicht deins. Immer wegpacken. Mach mal einen Tag und bestimme diesen Tag. Ich habe natürlich den Tag von 10. Muharram bestimmt. Wenn 10. Muharram kommt und du hast Überfluss an Geld, was du sparst, was, das heißt, du brauchst das. Das damit gemeint. Nicht nimmst du deinen Lohn, gibst du 20%. Das, was du benutzt, gehört dir. Zu 100%. Was du einnimmst und sparst und verbrauchst du nicht, das ist Überfluss. Das sind Einnahmen, das ist Ranima, nennt man das. So, da hast du ein Jahr, 10.000, kommt dieses Jahr, Ende, also Stichtag, Zahltag, ist 10. Muharram, musst du die 2.000 rausnehmen. Dann hast du die 8.000, das gehört. Dann schau mal, was für ein Baraka gibt es in diese 8.000. Und wie schnell sind diese 10.000 weg, wenn du das nicht machst. Du merkst, subhanallah, ich bezahle da und bezahle ich da und bezahle ich da und ich, auf einmal habe ich nichts. Kommt auf einmal Finanzamt, sagt hier 20.000, 30.000. Warum, ja Allah, ich habe doch geschmust die Gerechtigkeit, denkst du so. Das sind die 20% vom Finanzamt. Er lässt nicht zu, dass du das irgendwo versteckst. Er nimmt sie, die 19%. So, dann merkst du, die 19% habe ich bezahlt. Da kommen nochmal 19%. Einnahmensteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Gewinnsteuer, Spekulationssteuer, Steuer, Steuer, Steuer. Irgendwann hast du 80% fürs Finanzamt. So, wer macht Finanzamt blind? Wer macht Finanzamt blind? Wer macht das Finanzamt satt? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala macht Baraka in dein Geld. Auch wenn 1.000 bleibt von 10.000, du wirst merken, dass diese 1.000 benutzt du für dein Leben.
für dein Essen, für dein Trinken, und da bleibt was über, für deine Urlaub, für alles, und bleibt immer über. Sagst du, woher kommt das überhaupt? Woher kommt dieses Berke? Da jammerst du nicht mehr. Deswegen sei nicht ehrenlos, sei nicht hier Unmensch und sei nicht, was noch war das? Verräter. Sei nicht Verräter. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam will von uns nur eine Sache. Die Mawadda fil Qurba. Die Mawadda bedeutet die Pflichten. Aber die Pflichten aufkommen. Das heißt, deine Pflichten erfülle. Nicht nur Liebe, sag ich liebe Ahlul Bayt alaihi salam, und ich komme nur zum Muharram und mache ein bisschen Brustschlagen. Die restlichen Zeiten, Allah vergibt. Als ob Allah subhanahu wa ta'ala nur dich erschaffen hat, um dir zu vergeben. Nur deswegen. Das heißt, Allah vergibt, Allah vergibt. Rahmat ist groß, Rahmat. Ich sehe nur die Rahmat, aber ich sehe nicht den Zorn. Ich sehe nicht die Hülle. Ich sehe nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch mit mir böse werden kann. Und wir, wenn er böse wird. Subhanallah. Der Mensch, wenn du ein Löwe hast, ein Löwe, und du hast keine Möglichkeit, wegzulaufen von ihm. Du wirst jede Möglichkeit versuchen, um ihn zu zähmen, ihn friedlich zu machen. Richtig? Du versuchst das. Du lachst, du spielst oder so. Du versuchst irgendwie, du kannst nicht dagegen was machen. Du kannst ihn nicht hier bekriegen. Du kannst nicht gegen ihn ringen. Du kannst ihn nicht beißen, so wie er dich beißt. Du kannst ihn gar nicht besiegen. So, dann hoffst du erstmal, er satt, dass er nicht Hunger hat, dass er dich frisst. Dann hoffst du, dass er mit dir spielt und dich frisst, auch nicht so spielen wie mit anderen Tieren. Dann fürchtest du diese Löwen. So, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Reiche. Das heißt, er will dir nichts wegnehmen. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allmächtige. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allliebende. Der Allliebende Allah. Das heißt, er hat Liebe, er hat Macht, er hat Kraft, er kann böse werden, er kann friedlich werden. Das musst du aber selber entscheiden. Du musst selber entscheiden. Ich schlag dir nur diesen Beispiel, damit du denkst ungefähr, wie du Allah subhanahu wa ta'ala fürchten sollst. So, wir haben die Möglichkeit, die Liebe zu zeigen durch diese Veranstaltungen. Diese Veranstaltungen haben viele von uns nicht verstanden. Haben die gedacht, wir treffen uns hier zu Imam Hussein a.s. Und wer Imam Hussein a.s. liebt, Imam Hussein ist Fürst des Paradieses, garantiert für mich das Paradies. Einige davon, haben mir das beigebracht, und wir machen das, weil meine Eltern das gemacht haben. So, einige kommen nur, damit sie sich schlagen, die Brust schlagen für Hussein a.s. Einige kommen, sie sagen, es gibt Barakat in dem Essen von Hussein a.s. Es ist alles, das stimmt, alles hat seinen Grund. Alles, was du für Hussein a.s. machst, ist erlaubt. Bis auf Haramsachen. Ne? Das heißt, es stimmt alles. Aber das Wichtigste davon vergessen wir, dass wir Besucher von Hussein sind, Al-Hissar. Besucher. Musafir. Ja, stell dir mal vor, jemand zu dir nach Hause kommt, ein Musafir. Ein Gast kommt bei dir. Was machst du alles? Ich sehe das, wenn ich bei euch zu Besuch gekommen bin, zum Essen. Ich sehe, ihr steht alle, die Gastgeber, und die geben immer Essen, 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 und als allerletztes sitzen sie und essen sie. Ich sehe. Das heißt, dein Musafir hat Vorrang. Du guckst, ist er satt oder nicht satt? Hat er was zu, hier, mein Getränk gefällt dir, oder soll ich dir was anderes geben? Du achtest drauf. Das nennt man Ada, ne? Eine Gewohnheit. Man verehrt den Gast. So, wir sind die Besucher von Hussein a.s. Überleg mal, die Besucher von Hussein a.s. sind hier. Wir müssen uns streiten, wer ausgibt. Wir müssen darüber, das heißt, wir müssen ausnutzen, das sind nur 10 Tage. Wir müssen darum streiten, wer gibt aus. Und nicht wer sich fernhält. Nein. Dein Besucher machst du wie ein König. Und Besucher von Hussein a.s., denkst du, das ist zu viel, wenn du irgendwas gibst? Nein. Du musst kämpfen dafür, dass diese Menschen was von deinem Brot essen. Für Hussein a.s.
Hussein alayhi salam, ihr seid seine Besucher, ihr seid seine Gäste hier. Seine Gäste, Gäste von Hussein alayhi salam. Überleg mal, wenn du was ausgibst für Husseins Gäste, welchen Rang hast du in Husseins Augen? Jemand sagt, ich bin Musafir von Hussein alayhi salam. Wir waren alle in Karbala, fast alle. Inshallah, die Rest, inshallah, bihaqi Muhammad wa Ali Muhammad, bihaqi Hussein, dass ihr die Möglichkeit bekommt, von hier, von Deutschland, auch nach Karbala zu gehen. Inshallah, dass ihr die Möglichkeit, dass das leicht wird, dass ihr die Aufenthaltserlaubnisse bekommt und ihr mit euren Stolz zu Hussein alayhi salam geht, mit eurer Izza, inshallah. Ne? Ihr werdet sehen dort, wie die Menschen um euch kämpfen. Wie die kämpfen, dass ihr isst, dass ihr trinkt, dass ihr euch badet, dass ihr da schläft bei denen. Die kämpfen, du denkst, die wollen was verdienen. Wallah, ich hab gedacht, die wollen was verdienen. Was kostet dir das? Die waren beleidigt. So, davon müssen wir lernen. Diese Menschen haben Ahlul Bayt a.s. empfangen. Und deswegen sind die Gräber bei denen. 7 Gräber, 6 von den Masumin und 1 von Abbas a.s. befinden sich in Irak bei diesen Menschen. Stell dir mal vor, wären diese Gräber in Saudi-Arabien. Was wäre passiert? Genau wie Ali Sajjad a.s. Genau wie Hassan a.s. Genau wie Fatima a.s. hast du gar nicht gesehen. Gar nicht. Du hast nur ein bisschen Sand gesehen und darfst du gar nicht rangehen. Und nichts mit Essen und Trinken und was weiß ich, das ist alles bedacht, sagen die. Wir werden inshallah diese 10 Tage oder 13 Tage, also die nach dem Märtyrium gibt es diese Sitzungen, die 3 Tage danach, werden wir inshallah zusammen erleben. Wir werden inshallah daraus Schule machen, davon was lernen. Wir werden inshallah organisiert bleiben. Wir werden danach auch sprechen. Heute ist der erste Tag. Wir haben also uns davor kaum getroffen. Wir werden darüber sprechen, wie das Ganze ablaufen wird. Dass der Sayyid Mustafa inshallah täglich mindestens 10 Minuten Koran zitiert. Und dann wird inshallah Vortrag geben auf Persisch von dem Sayyid. Und ich werde mich zusammen, also kurz fassen auf Arabisch. Und möglichst, dass das Bruder Buya auch ein paar Vorträge hält für die Leute, die nicht da sind, also die Leute, die nur Albanisch können oder so, ne? Also nicht in Deutschland lebende, weil das wird übertragen dann nachher, inshallah, live, sodass sie auch davon was profitieren, weil leben sehr viele inzwischen Leute, die, alhamdulillah, durch ihn diesen Weg genommen haben. Wir werden, also dieser Tag ist der Anfang und dieser Tag soll der Organisationstag, inshallah, sein. Wir werden organisieren die Tage später, wie das alles ablaufen wird. Ne? Wir haben jetzt, alhamdulillah, die Schwestern von den Afghanen, die hier für uns alle kochen, für Imam Hussein alayhi salam. Und das Ganze, wie das abläuft, inshallah, wir werden uns einigen, wie lange das geht, weil wir wissen, also die meisten haben Arbeit und Schulen und was weiß ich. Ne, dass wir, also erstmal haben wir geschrieben von 19 bis 22:30 Uhr war das. Ne? Genau. 19 Uhr bis 22:30 Uhr. So werden wir festlegen, wenn wir sehen, dass wir knapp mit der Zeit sind, wir werden die Latmiya als zuletzt lassen, nach dem Essen. Wer Latmiya machen möchte und übertreiben und will sich hier schlagen, bis er umfällt, der kann er bis morgen machen. Aber die Leute, die nachher Arbeit haben, haben sie gegessen, haben sie das mitbekommen, haben sie gebetet, wir können die einfach gehen, die müssen nicht unbedingt sitzen und sich schlagen. Ja. Ne? Wir machen so, dass wir das Gebet verrichten, inshallah. Und wenn das Essen fertig ist, dann fangen wir an zu essen. Und wenn nicht, dann wird der Bruder, inshallah, ein kurzes Wort auf Persisch. So werden wir das machen. Also heute habe ich ein bisschen länger geredet. Ich werde ihn dann vielleicht 20 oder 30 Minuten einhalten. Und dass wir diese 3,5 Stunden sind das, dass wir diese 3,5 Stunden aufteilen. Und bitte rechtzeitig hier sein. Das heißt, halb 19 Uhr müssen wir anfangen. Das heißt, 19 Uhr, er ist am Koran lesen. Ihr müsst das ausnutzen und davon profitieren. Das heißt, diesen Koran zuhören in Majlis hat einen besonderen Rang. Das ist nicht wie er zu Hause Koran lesen. Du liest hier Koran, der zitiert wird für Ruh Hussein a.s. Für Ruh, das heißt die Seele von Hussein a.s. Das heißt, hat einen anderen Rang. Deswegen, du musst jede Minute hier ausnutzen. Alles andere weglegen. Freunde, die können später. Nach diesen 13 Tagen. Die können auch nach der Sitzung. Du kannst dann nachher mit denen chatten oder dich mit denen treffen. Das heißt, leg alles beiseite und komm zu Hussein a.s.
Und das ist das wahre, die wahre Behauptung, Labbaika ya Hussein. Das ist die wahre Bedeutung für die Behauptung, Labbaika ya Hussein. Wenn du Labbaika ya Hussein nur als Behauptung, dann ist das nur ein Mundsprache. Wenn du wirklich Labbaika ya Hussein sagst, dann sei hier, rechtzeitig. Alles weglegen, sag hier, keine Zeit. Keine Zeit nur für Hussein heute, alayhi salam. 19 Uhr bis 22.30 Uhr bin ich für Hussein, alayhi salam, reserviert. Nur die 3,5 Stunden, ne, wie gesagt, reservieren für Imam Hussein, alayhi salam. Heute, ich entschuldige mich, dass ich lange geredet habe, aber das ist nötig, das zu erklären, erstmal die Mawad dazu Ahlul Bayt, alayhi salam. Die Mauern dazu alle. Das ist ein umfangreiches Thema, reiches Thema, deswegen werde ich ab und zu immer in meinen Vorträgen immer wiederholen, diese Sachen, also einige Passagen in diesen Hadith. Jetzt haben wir Salat al-Maghrib, ist schon Zeit. Ja. Khair, inshallah.